Aber die haben gleich ihren Recycler fertig, dann könnte ich da was bauen, was vielleicht ein bisschen Nahrung bringt. Nerv mich nicht. So, die leiden ja keinen Hunger. Da kann ich ein bisschen wieder in die industrielle Entwicklung gehen. Die hier leiden Hunger. Plus ein Gesundheit brauche ich nicht. Plus eine Nahrung wäre gut. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Freeland. Ich brauche eigentlich, dass die Mumba Nahrung erhält, ne? Behalten sie so nicht. Dann gehen wir erstmal nach Harta und helfen denen ein bisschen, sich zu entwickeln. Bereitschaft. Und du gehst dann mal dahin, aber über Land bitte. Wieso bauen die hier eigentlich Kieselerde ab? Was soll der Blödsinn? Wollen die sich Gärten machen oder? Was will man denn mit Kieselerde? Die Aliens sind gut zum Leveln, also. Bereitschaft. Gehst dahin. Nächste Runde. Neue Runde, neues Glück. Ja, Yamumba leidet Hunger, ich weiß. Kann ich aber jetzt auch nichts dran ändern. Tut mir leid. Die mache ich noch nicht kaputt. Da will ich gleich eine Stadt bauen. Oder da. Da sieht auch gut aus. Questentscheidung. Mit unserer neuen Legierungsschmelzwerk können wir viel schneller produzieren als je zuvor. Es gibt zwar viel Titan auf dem Planeten, aber wir können die Einsatzmöglichkeiten noch erweitern. Unsere Ingenieure haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Titan einschmelzen lässt und mit anderen Ressourcen verbinden lässt. So lässt sich entweder stärkeres Titan oder mehr Titan herstellen. Oh. Ich glaube, plus zwei Produktion aus Titanminen. Ist ganz gut. Stärkeres Titan habe ich jetzt gewählt. So. Dann würde ich sagen, töten wir die Aliens. Ich weiß, dass ich versprochen habe, keine Aliens mehr zu töten, aber die hier machen Bereitschaft. Und die hier gehen dahin. Nächste Runde. Die haben nicht mehr viel Essen in der Stadt, das ist das Problem. Wenn die das auf Null sinkt, müssten da Leute sterben. So, zwei meiner Einheiten haben wieder den Veteranenstatus erhalten. Mehr 10 Stärke und Fernkampfstärke. Zack. Heilen. Und heilen. Und ein bisschen vorrücken. Ja, es wird, wenn das auf 0 sinkt, dann stirbt da einer in der Stadt. Dann hat er nur 6 Einwohner, dann dauert wieder alles länger. Damit muss ich dann aber leider leben. Der stirbt, lebt dann nicht mehr, aber ich muss damit leben. Die leiden immer noch Hunger. Ja, ich weiß. Plus 4 Gesundheit. So, der darf
Hier oder da? Da wäre nämlich Kupfer noch mit dabei. Ich glaube, da will ich hin. Nächste Runde. Und jetzt müsste auch gleich einer sterben. Weil das gleich auf Null ist. Und wir brauchen die aber auch nicht mehr so viel Nahrung. Hä? Ach, jetzt hat er wieder ein bisschen Nahrung dazugekriegt. Obwohl keiner gestorben ist. Okay, ich weiß nicht warum. Vielleicht durch die neue Stadt hier. Ich weiß es nicht. So, Bereitschaft. 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 Handelweg. Krieg ich hier Mumba da irgendwas? Nein, nur Produktion. Produktion brauchen die nicht. Ich kann keine anderen Stadt Nahrung klauen. Gehe ich lieber zu den Feinden. Plus 7. Plus 4 Energie. Plus 4 Energie. Plus 4 Energie. Das würde genau durch unser Land gehen. Dann mache ich das lieber. Das ist nämlich ein sicherer Weg. Ups. Produktion wählen. Wird mir empfohlen, dann gehe ich direkt aufs Pharma-Labor. Offene Grenzen. Nehme ich gerne an. Wobei ich lieber eigentlich hier siedeln würde. Am Wasser. Obwohl, das ist ja auch am Wasser. Oh, jetzt empfiehlt er mir da sogar. Mache ich das doch glatt. Piu, 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 piu. Bald können meine Marines alleine die ganze Stadt einnehmen. Das können die auch noch einnehmen, ne? Aber da ist halt so schwer rüberzukommen. Erstmal hier eine Stadt aufbauen. Zack, noch mehr Titan. Die Mumba leidet schon wieder Hunger. Das ist echt unglaublich. Was fressen die denn so viel? Ja, da freue ich mich auch drüber. Über den soliden Austausch von Gütern. Oh. Da stirbt jetzt gerade eine von seinen Einheiten. Das tut mir natürlich leid. Na, endlich ist das Viech weg, ey. Scheiß Meerdrachen. Ja, bleibt bei Größe 7. Ja, hat keine Nahrung mehr. Aber bald wieder. In zwei Runden wird das zu einer Stadt. Der bringt sich gerade selber um, mein Bautrupp. Ach, hier kann ich eigentlich nochmal gucken, ob ich was bauen kann. Ich habe keinen, nur einen innerhalb der Welt erlaubt. Achso, weil irgendwo wird er ja schon gebaut, ne? Der Crawler, da. Okay. Neue Einheiten habe ich auch nicht. Also mit den Einheiten hier ist ganz schön wenig los, ne? Muss ich schon sagen. So, meine Energie fängt sich langsam wieder. Der schwimmt da immer noch fleißig durch. So, plus 3 Energie, nehme ich gerne. Hat er keine Sumpfeinheiten um sich rum? Das ist ja ein bisschen schade. Weil er ja plus 1 Nahrung aus Sumpf gekriegt hätte. Durch das, was ich eben gerade gebaut habe. Schon ein bisschen schade.
Ein neues Labor. In 6 Runden ist auch die Nanotechnologie fertig. Der macht sich da einen Spaß draus, im Kreis zu schwimmen. Das macht er auch mit Absicht. Tut uns leid, wir haben kein Interesse jetzt gerade an Krieg. Ich habe nämlich keine Einheiten. Ich habe nichts Gutes, womit ich irgendwas platt machen könnte. Ich weiß nicht mehr, wer Elodie ist. Ist das hier die Japanerin? Ich wollte eigentlich mit dem Besitzer der Stadt reden. Das würde mich nämlich interessieren. Du bist nicht Elodie. Wer ist denn Elodie? Hier der Braune? Das ist unser russischer Freund. Hier der Graue? Ach, die Franzosin. Zurück, auf Wiedersehen. Okay. Mit der hatte ich so gut wie noch gar nichts zu tun, mit der Franzosin. Die Alte, die mir ständig sagt, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe, die fragt mich jetzt, ob ich ihr helfe.